dass es gemacht werden muss, weil wir müssen einfach ein bisschen darauf achten, dass sich nicht Leute zuschalten, die bisher überhaupt nicht mit uns kooperativ verbunden sind. Ja, vielleicht kann Frau Kircher, vielleicht schreiben Sie noch mal kurz in den Chat, für welche Klinik Sie jetzt mit dabei sind. Es wäre super, vielleicht kann ich das auch gleich in dem Rahmen nochmal sagen, wenn die Kliniken, ich meine, in Ehingen weiß ich es natürlich, aber vielleicht auch da gibt es ja vielleicht irgendwie mal vielleicht auch ein Sekretariat, das sich einloggt oder so, wenn man dazu schreiben würde, von welcher Klinik oder Praxis man sich eben einloggt. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Hallo. Gut, dann starten wir aber heute mit der Geriatrie am Freitag Fortbildung. Ich freue mich, dass wir jetzt vor Ostern, wir haben eine kurze Pause dann nächste Woche, Karfreitag, wollten wir niemals zumuten, dass wir diese Woche nochmal ein interessantes Thema haben und zwar das Thema Akutbehandlung des Schlaganfalls. Wir haben doch gelegentlich mal auch einen akuten Schlaganfall. Wir haben natürlich auch hier in der Klinik ein Klientel mit einem extrem Hochrisikobias, muss man klar sagen. Wir haben auch immer wieder Patienten, wo wir uns nicht sicher sind, ist es denn ein Schlaganfall? Und da bin ich froh, dass wir einen Experten hier haben, nämlich einen Herrn Dr. Leinert. Er ist Oberarzt bei uns in der Klinik und Neurologe und Geriater. Christoph, bin gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, vielen Dank und auch herzlich willkommen von meiner Seite hier im Raum und auch an den Geräten woanders. Jetzt muss ich hier einmal kurz, ich blende das hier einmal ganz kurz aus, dann sieht man, glaube ich, noch ein bisschen mehr. So, wunderbar. Ja, akute Behandlung des Schlaganfalls. Ich habe als erstes da immer so ein Bild mitgebracht, weil das ist natürlich immer das, was man sich sorgt und worum es letztendlich geht. Also man sieht hier einen akuten Hirninfarkt. Diejenigen, die es vom CT so ein bisschen Übungen haben, sehen hier, dass die eine Hirnhälfte auch ganz verschwollen ist, ein bisschen der Seitenventrikel komprimiert ist, die Mittellinie verlagert. Und das kann dann das Endbild sein, dass wirklich die gesamte Hemisphäre sozusagen, wenn man so will, ausgelöscht ist, da einfach nur noch ein Hohlraum entsteht. Und darum geht es natürlich bei der Akutbehandlung, dass man das nach Möglichkeit verhindert. Und das kann man tatsächlich verhindern. Ich habe aber einen kurzen Fall mitgebracht. Es ist 4:44 Uhr. Sie werden als diensthabende Ärztin von der Nachtschwester angerufen und zu Herrn K. 86 gerufen. Der kann seinen rechten Arm nicht mehr gut heben. Er spricht verwaschen. Ihre Kollegin berichtet ihn, ich habe ihn gerade so aufgefunden, als ich vorhin auch mit ihm auf dem Klo gewesen bin, war alles noch in Ordnung. Ich glaube, die Armschwäche ist schon vorbekannt gewesen. Was machen wir denn jetzt, Frau Doktor, Herr Doktor? Wie lautet Ihre Antwort? Was fragen Sie? Der ist doch bestimmt nur müde, lassen wir ihn doch noch eine Runde schlafen. Wann warst du genau mit ihm auf der Toilette? Der ist antikoaguliert, da kann man sowieso nichts machen. Wir machen morgen früh gleich als erstes ein CCC in der radiologischen Praxis. Kann man sich ja mal überlegen, was man da jetzt am sinnvollsten antworten würde. Und wir lösen es nachher natürlich auf. Sie schütteln Ihre Müdigkeit ab und untersuchen den Patienten kurz neurologisch. Aber wie eigentlich sollte man in so einer Akutsituation jemanden neurologisch untersuchen? Da kann man ja viel machen. Aber es wäre doch schön, wenn es so einen etablierten Score gäbe, den man so eine Situation anwenden könnte. Den gibt es nämlich. Das ist die NIHSS, die National Institute of Health Stroke Scale. Und das können wir mal ganz kurz durchgehen. Das sieht auf den ersten Blick immer ein bisschen, ja, kompliziert aus. Es ist aber am Ende gar nicht, es sind 13 Items und man kann jetzt für den Herrn K. das einmal so ein bisschen kurz durchgehen. Man prüft die Vigilanz, die Orientierung. Ich will jetzt gar nicht alles im Einzelnen durchgehen. Folgt die Augenbewegung, Blickparese, Gesichtsfeld, faziale Parese. Da fällt Ihnen auf, ah ja, der hat doch diesen Arm, der sinkt tatsächlich auch ab aufs Bett. Und wenn Sie ganz genau hingucken, hat er auch ein bisschen faziales Parese auf der gleichen Seite. Das war der Kollege noch nicht aufgefallen. Und wenn Sie dann noch weiter gucken, ah ja, so ein bisschen ist auch das Bein, das sinkt auch ab. Ja, und naja, gut, und dann war der Kollegin ja schon aufgefallen, dass er eine Dysarthrie hat, sogar relativ schwer. Also, das ist vielleicht doch gar nicht so normal, dass sie nur ein bisschen müde ist. Und auch eine leichte Hypästhesie hat er auf der einen Seite. Also, in der Summe hat Herr K. 6 Punkte von 42. Das korreliert gut mit der Infarktgröße und ist auch ein prognostischer Score, der immer wieder auch in Studien der Neurologie aufgegriffen wird. Und so langsam glauben sie auch, dass der Patient vielleicht einen Schlaganfall haben könnte und machen und überlegen sich, was machen wir denn jetzt? Akuttherapie. Ist da eine IV-Lyse bei älteren Patienten eigentlich genauso wirkungsvoll wie bei jüngeren? Eine Thrombektomie und die IV-Lyse ist nicht kombinierbar. Ist die Einnahme eines DOACs, das hat der Herr K. nämlich, eine absolute Kontraindikation für eine Lysetherapie? Ist die Stroke-Behandlung für ältere Patienten
Meist nicht nötig. Kann sich auch mal über den Kopf gehen lassen, versuchen wir nachher aufzulösen. Also sie entscheiden sich, sie verlegen jetzt doch einfach auf die Stroke Unit, dann sind sie gehen sie auch nochmal sicher, sie rufen den Rettungsdienst und auf der nächsten Stroke Unit sagen sie auch schon Bescheid und sie haben auch schon einen kurzen Verlegungsbericht getippt und den Medikamentenplan vorbereitet und ihre Kollegin von der Krankenpflege hat zwischenzeitlich Vitalwerte gemessen. Der Blutzucker ist bei 160, der Blutdruck ist bei 165 zu 85, der Puls bei 99 und die Sättigung bei 93 Raumluft. Dem Patienten geht so eigentlich bis auf seine Fokalneurologie sonst erstmal anscheinend ganz gut. Es ist noch etwas Zeit, bis der Rettungsdienst einfach, was könnten Sie jetzt noch machen? Sie ziehen schon mal die Lysetherapie auf, weil vielleicht, Sie wollen den ja analysieren, idealerweise, das wissen Sie ja, das ist wichtig beim Schlaganfall. Sie schreiben ein EKG oder machen das erst die Kollegen auf der Stroke Unit, weil die haben da ja ein bisschen mehr Zeit und es ist nicht um 4 Uhr morgens. Zwei IV-Gänge anlegen, Blut abnehmen, Sauerstoff über die Nasenbrille anlegen, Sättigung 93, reicht das? Blutdruck ist viel zu hoch, 165 zu 85. Sie senken den aggressiv auf 130 zu 80. Auch da überlegen. Und jetzt kommt eigentlich schon die wichtigste Message, die man mitnehmen soll. Time is brain. Ja, das ist sozusagen das die wichtigste Überschrift von dem Vortrag. Hat man, glaube ich, haben, glaube ich, allermeisten auch schon mal gehört, aber ich will noch mal ein bisschen verdeutlichen, warum das so ist und was das für Konsequenzen auch hat in der Versorgung. Bei uns, aber vielleicht auch woanders. Die nächsten zwei Folien sind eigentlich welche, die ich immer hier in der Fortbildung für die Pflegekräfte, die ich teilweise auch zu dem Thema halte, berichte und eigentlich denen nochmal sage, jedes akut aufgetretenes neues Fokalneurodefizit ist erstmal verdächtig auf einen Schlaganfall und da sollte man sofort als jemand, der nicht Arzt ist, den diensthabenden Arzt, die Dienstärztin verständigen. Und dann sollte man versuchen, möglichst genau zu erfahren, seit wann besteht denn die Symptomatik? Wann ist der Patient zuletzt im vorbekannten Zustand gesehen worden? Weil das wirklich wichtig ist, um das Zeitfenster von einer Lysetherapie etwaig abschätzen zu können. Dann sind natürlich noch wichtige Vorinformationen, die man weitergeben muss, wenn man ihn dann möglichst schnell auf die Stroke Unit verlegt. Welche Vorerkrankungen hat er? Und mit einer Blutverdünnung ein. Das sind ganz wichtige Informationen. Gerade die oralen Antikoagulantien sind hier insbesondere von Interesse. Und da geht es erstmal in der ersten Phase darum, dass man Indikationen und Kontraindikationen für eben eine Lysetherapie oder Thrombektomiebehandlung vielleicht auch abfragt. Es gibt auch einen etablierten Test, der ist sogar in der Leitlinie als Prähospitaltest genannt, der FAST-Test, wo man Face-Arm, Speech und dann ist da auch schon von Time die Rede. Schnell abprüfen sollte. Wenn wir etwas mehr als Profis dahin kommen, ist dieser NLHS-Score aber tatsächlich sehr praktikabel und schnell zu machen. Warum ist Time Brain? Der Schlaganfall wächst, wenn er entstanden ist. Und es gibt das sogenannte Penumbra-Konzept, wo der Infarktkern, der ist hier als rot markiert, eben über die Zeit, also die zeitnahe Zeit nach einem Schlaganfall eintritt, wächst und letztendlich über Stunden hinweg dann zu dem gesamten Infarktgebiet sich ausdehnt, dieser Kern. Also der Penumbra ist eine Art Risikogewebe, die zu dem Zeitpunkt des ersten Verdachts für einen Schlaganfall noch nicht infarziert ist, aber das sogenannte Tissue at Risk darstellt, also das Gewebe, was untergehen kann, wenn man vielleicht es nicht behandeln würde. Ja, und das geht alles sehr, sehr schnell. In einer Minute sterben beim Schlaganfall ungefähr 2 Millionen Hirnzellen. Gut, kommen wir aber vielleicht noch mal ein bisschen zurück. Also das waren die wichtigsten Folien, die ich auch immer bei den Kollegen von der Pflege zeige. Hier ist eigentlich die Epidemiologie von Schlaganfall. Es ist relativ häufig, es ist die dritthäufigste Todesursache nach Koronarherzkrankheit und Karzinom in Deutschland. Die Inzidenz ist bei Frauen und Männern ein bisschen höher, 100, 120 zu 100.000 Einwohner. Wenn man aber die alten Patienten anguckt, bei 75 bis 84 ist es 1.200 pro 100.000 Einwohner. Also deutlich höher. Es ist eine exponentiell ansteigende Erkrankung im Alter. Deswegen für uns natürlich auch hochrelevant. Und es sind in Deutschland insgesamt ungefähr 196.000 erste und auch 66.000 wiederholte Schlaganfälle. Also das Risiko ist auch immer da, dass jemand, der schon mal einen Schlaganfall hatte, nochmal einen hat. Die Leute versterben durchaus natürlich. Im ersten Monat versterben 6,8% mittlerweile. Es ist besser geworden, muss man sagen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Innerhalb des ersten Jahres sind es 17% und innerhalb der ersten 5 Jahre dann 45%. Wobei man da natürlich überlegen kann, wenn das so bei so Alten gerade ist, dann der 84-Jährige hat vielleicht auch sonst eine beschränkte Lebenserwartung irgendwann mit in dem Alter. Das ist aber vielleicht gar nicht das Wichtigste. Das ist, glaube ich, gar nicht das Wichtigste für unsere Patienten, sondern das Wichtigste für unsere Patienten ist,
Die Behinderung, ja, also ganz, ganz viele Menschen, die einen Schlaganfall haben, sind danach behindert. Ist die Hauptursache von Behinderung im Erwachsenenalter. 40% der Schlaganfallbehandlungen weisen danach eine chronische Behinderung auf. Muss fairerweise dazu sagen, wahrscheinlich auch, weil die Leute so alt sind tendenziell, haben auch 20% davor schon eine. Aber 40% der Betroffenen haben auch langfristig eine Alltagsunterstützung notwendig. Ja, also, und das ist, glaube ich, was, was unsere Patienten noch viel mehr fürchten, die Abhängigkeit, die Pflegebedürftigkeit als den Tod. Also ich kriege häufig sozusagen zum Beispiel, ja, wenn ich dann einen Schlaganfall habe, dann sterbe ich halt, Herr Doktor, Frau Doktor. Aber das ist gar nicht das größte Problem, glaube ich. Und das muss man den Leuten vielleicht auch, was Sekundärprophylaxe, Akuttherapie und sowas angeht, immer nochmal vor Augen führen, dass das wichtig ist, weil es geht letztendlich darum, ob sie zum Beispiel weiter zu Hause leben können oder ins Pflegeheim müssen. Gut, Schlaganfall, Notfall. Was macht man in der Akutsituation, in der Erstversorgung? Wir wollen die Vitalzeichen messen und den Blutdruck, die Sättigung messen, Herzfrequenz, Temperatur, Sauerstoffzufuhr. Sollte man tatsächlich machen, wenn man den Eindruck hat, es ist fast ein bisschen zu wenig. Also unter 95 sollte man dem Patienten tatsächlich Sauerstoff geben. Es geht letztendlich insgesamt immer darum, dass man versucht, die Rahmenbedingungen für das Gehirn und für die Oxygenierung zu optimieren. Es ist so, dass man einen erhöhten Blutdruck teilweise noch längere Zeit toleriert. Also wenn der jetzt nicht 100, wenn der über 180 ist, würde man sich überlegen, dass man ihn vielleicht senkt. Bei 160 oder ähnlichem würde man das durchaus tolerieren. Häufig hat man nämlich eine Art Erfordernishochdruck. Das heißt, dass der Körper reguliert gegen, weil die Durchblutung im Gehirn eben nicht mehr so gut funktioniert, versucht über Kollateralen vielleicht noch die Gewebedurchblutung aufrechtzuerhalten. Letztendlich auch Thema wie Temperatur sollte man relativ schnell monitoren. Letztendlich nicht, weil das damit unbedingt was zu tun hat, aber weil wir auch Menschen, die einen Schlaganfall haben, möglichst aggressiv zum Beispiel auch Infekttherapien wollen. Weil wenn, wir wollen insgesamt einfach die Rahmenbedingungen für das Gehirn optimieren. Ja, und das ist auch ein wesentliches Ziel auf das Stroke Unit dann später. Und unter dem gleichen Eindruck auch die Blutzuckermessung, wobei da natürlich auch durchaus immer noch die Differentialdiagnostik, also Menschen, die vielleicht dann nicht eine klare Hemiparese oder so haben, wie Lanz-Gimnert sind, unklar vielleicht noch zusätzlich, können natürlich auch eine Hypoglykämie oder so etwas haben. Und dann macht man, tut man den Kollegen zumindest hier im RKU auf das Stroke Unit in Ulm einen großen Gefallen, wenn man vielleicht denen sogar schon ein bisschen Arbeit abnimmt, ein bisschen mehr Zeit noch rausholt, wenn es nämlich möglich ist, dass man vielleicht schon mal zwei Zugänge legt, die braucht man gegebenenfalls für eine Lysetherapie, vielleicht schon mal Blut abnimmt, das dann gar nicht hier ins Labor schickt, sondern eben einfach mitgibt. Dann brauchen die Kollegen es dort nicht mehr abnehmen. Also das ist auch wieder ein ganz klein bisschen Time is Brain. Und man kann durchaus ein EKG schreiben, wenn die Zeit reicht. Dadurch sollte nicht die Verlegung verzögert werden, aber es ist sinnvoll, dass man ein EKG schreibt. Da habe ich neulich schon mal kurz in einer Fortbildung was zu berichtet, aber ich habe noch mal nach einer Studie geschaut, die das vielleicht belegt, dass nämlich die prähospitale EKG-Erhebung durchaus Vorhofflimmern detektieren kann, das sonst vielleicht untergegangen wäre. Und ich habe hier eine Studie gefunden, wo die Number Needed to Screen bis mit einem prähospital angefertigten, eher kontinuierlichen EKG 16 betrug und insofern man 16 neue Vorhofflimmern detektiert hat, die man sonst im hospitalen EKG oder in der Langzeit-EKG-Ableitung danach nicht gefunden hätte. Ja, und das ist sozusagen was, was heute gar nicht das Hauptthema sein soll, aber die Antikoagulation bei Vorhofflimmern ist sicherlich eine Therapiemöglichkeit, eine Prophylaxemöglichkeit, die mit einer guten Number Needed to Treat von ungefähr 25 Schlaganfälle in der Zukunft verhindern kann, wenn sie denn ein Vorhofflimmern haben. Und in der Neurologie jagt man sozusagen immer ein bisschen dem Vorhofflimmern hinterher als mögliche Ursache eines Schlaganfalls, die man beheben und oder beziehungsweise effektiv behandeln kann, sodass man auch da im Zweifelsfall was Gutes tun kann, wenn man nämlich dann vielleicht noch die Zeit hat und ein EKG schreibt. Worum geht es dann aber weiter? Wir haben den Herrn K. mittlerweile verlegt und dann geht es erstmal um Differentialdiagnostik. Da geht es natürlich, das wissen alle, erstmal darum, Blutung versus Ischämie auszuschließen. Blutung, geringerer Anteil, aber Hirninfarkt 85%, das will ich gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen. Aber was sicherlich auch schwierig ist und weswegen es auch, glaube ich, wichtig ist, dass es in einer guten Neurologie passiert, so eine Schlaganfallbehandlung, ist, dass man ziemlich viele Stroke-Nachahmer sozusagen gibt. Ja? Also ich weiß nicht, kann jemand von diesen Kernschirmbildern erkennen, was das hier ist? Also das sind sozusagen zwei Patienten, die zum Beispiel mit so einem Befund im Kernspin dann auffangen können. Das ist kein Schlaganfall. Also das eine ist ein Glioblastom, ja, ein Hirntumor. Das ist ein Hirnabszess, aber es geht in Richtung Entzündung. Letztendlich ist das so ein bisschen das Thema, dass wir
Fokalneurologie ist sozusagen nicht spezifisch für eine Etiologie, es ist spezifisch für eine Lokalisation im Gehirn. Und dadurch kann es durchaus sein, dass auch jemand, der vielleicht schon länger, zumindest länger als der Schlaganfall betragenes Tumorwachstum hatte, zum Beispiel über einen epileptischen Anfall, das ist nämlich durchaus auch was, was so eine Läsion dann häufig machen kann, plötzlich vielleicht eine Halbseitensymptomatik, wenn es wirkt im ersten Moment erstmal so. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass man eine gute Differentialdiagnostik betreibt, weil man solche Patienten natürlich zum Beispiel nicht akut IV-lysieren würde. Ja, die brauchen natürlich andere Dinge. Gut, aber beim Herrn K. ist es jetzt so, der kommt ins RKU auf die Stroke Unit und dort machen die primäre Kernspinnbildgebung, wo man mal sehr viel sehen kann. Und wir haben dieses MRT-Befund dann bei ihm. Und da ist hier die Diffusionsgewebesequenz, wo das, was hell ist, der Schlaganfall sein könnte. Daneben abgebildet ist die sogenannte Flair-Wichtung und hier mit Pfeilen dargestellt. Aber man sieht es auch von außen, vielleicht muss ich das hier mit dem Mauszeiger eher machen, ist so ein bisschen hier auf Gefäße gedeutet, verschiedene. Ja? Das könnten zum Beispiel Korrelat sozusagen von einem Gefäßbeschluss oder einer Minderdurchblutung von M2 und M3-Ästen der Arteria cerebri media auf der linken Seite darstellen. Und dann haben wir natürlich da noch mehr Möglichkeiten. Man sieht hier zum Beispiel auch in so einer kurzen angiografischen Darstellung, dass das eine Gefäß hier nicht mehr richtig darstellbar ist. Ja, das ist hier die Media, die Arteria cerebri media, und die ist irgendwie nicht richtig durchblutet, passend dazu, wo wir auch den Schlaganfall vermuten. Und dann haben wir unser Penumbra-Konzept. Dann gibt es nämlich dann gibt es eine perfusionsgewichtete Sequenz. Das ist dieses schöne Bunte. Das ist nämlich alles Bunte, ist sozusagen eigentlich die Penumbra. Ja, und das ist sozusagen jetzt das Gewebe, was vielleicht zusätzlich zu diesem hier noch geschädigt werden kann. Gut, was machen wir nun? Worum geht es jetzt erstmal? Es geht, wie gesagt, ja um das Outcome und wollte eine kurze Skala einmal vorstellen, die Modified Ranking Scale, weil das wichtig ist, um so ein bisschen die Evidenz auch für diese Akutbehandlung richtig einschätzen zu können, was das eigentlich ist. Und zwar sind da ganz viele, es ist letztendlich eine Behinderungsskala, die in der Neurologie sehr weit verbreitet ist, die reicht von 6 tot bis 0 keine Behinderung. Eins, keine signifikante Behinderung, aber ein bisschen Symptomatik, leichte, mäßige, schwere Behinderung, sehr schwere Behinderung. Und es gilt allgemein eigentlich als erstrebenswert und ist in den Schulen auch immer als Endpunkt genommen, dass man natürlich möglichst leichte Behinderungen haben möchte, teilweise 0 oder 1 oder 2. 2 wäre, braucht in einzelnen Bereichen wenig Hilfe, fast selbstständige Versorgung. Also wahrscheinlich auch Leben zu Hause dann in einem normalen Umfeld möglich. Für die allermeisten Menschen zumindest. Und ich habe jetzt hier mal die Evidenz hinter dieser IV-Lysetherapie mitgebracht. Und es ist so, dass es, glaube ich, die meisten vielleicht wissen, dass man innerhalb eines Lysezeitfensters, das ist 4,5 Stunden, jemanden IV-lysieren kann und damit sozusagen versuchen kann, das Blutgerinnsel, was ein Gefäß verstopft, wieder aufzulösen. Es ist aber, ich weiß nicht, ob es jedem bekannt ist, was aber wichtig ist, dass nämlich dieses Time-is-Brain-Konzept entspricht, dass je eher man das macht, desto besser auch die Behandlungserfolge sind. Ja, also ich habe hier sozusagen diese Number Needed to Treat um einen sehr niedrigen Ranking Scale oder auch eine sehr niedrige NRHSS, also sehr geringe fokalneurologische Defizite, hohen Bartel-Index zu erreichen. Wenn man das innerhalb 1,5 Stunden macht, ist die Number Needed to Treat 4. Das ist ziemlich gut. Und je länger man eben wartet, je länger sich das verzögert, ist es eben höher. Es war dann ganz viele Jahre so, dass man gesagt hat, irgendwann schneidet diese Kurve, die ist sehr bekannt, in Neurologenkreisen sozusagen, diese Odds-Ratio-Kurve schneidet irgendwann die 1 und damit kehrt sich der Effekt um und aus dem positiven Effekt der Lyse wird ein negativer, insbesondere weil man dann Blutungen fürchtet. Das ist natürlich immer die Kehrseite der Medaille, wenn man eine starke Blutverdünnung macht, dass man auch Blutungen provozieren kann. Das hat sich zunehmend noch ein bisschen verändert. Daher kommen noch diese 4,5 Stunden. Zu dem Zeitpunkt schnitt so ungefähr diese Gerade die 1. Mittlerweile ist allerdings so, dass man durchaus noch aggressiver vorgeht. Ja? Und da kommen dann verschiedene andere Charakteristika hinzu. Ich habe extra nochmal in die Leitlinie, relativ aktuell, sind 22, zuletzt geupdatet, reingeschaut. Und es gibt durchaus mittlerweile eine gute Evidenz, dass bei mehr als 4,5 Stunden und einer primären Kernspinnbildgebung mit dieser DVI-Flair-Mismatch, das heißt, wir haben in dieser diffusionsgewichteten Sequenz haben wir einen hellen Punkt. Und es ist allerdings noch nicht in dieser Flair, das war die andere Sequenz, die wir vorhin auch gesehen haben, ist noch nicht demarkiert. Das heißt, da gibt es noch keine Narbenentwicklung, kann man sich so vorstellen. Wenn es da so ein Mismatch gibt, dann soll durchaus trotzdem eine IV-Lysetherapie
erfolgen. Die Idee ist dabei, manchmal weiß man es nicht ganz genau, wie lange die Leute das schon haben. Gerade wenn jemand aufwacht morgens mit solchen Symptomen, keine Ahnung, wann der das letzte Mal unauffällig, also der ist das letzte Mal unauffällig gesehen worden, vielleicht abends, als er davor ins Bett gegangen ist. Ja, wenn man Glück hat, war die Nachtschwester vielleicht mit ihm auf der Toilette und da war noch alles in Ordnung. Und es gibt aber auch sogar noch darüber hinausgehende Konzepte, wo man, wenn man dieses Penumbra darstellen kann, entweder im CT, das geht auch mit einer CT-Diagnostik, oder eben im MRT, kann man sogar bis zu 9 Stunden mittlerweile so eine Lyse leitliniengerecht, mit allerdings nicht einer ganz so hohen Empfehlungsstärke, durchaus durchführen. Wie sieht es jetzt für unsere älteren Patienten aus? Und da sagt man auch relativ klar, zumindest diese systemische Thrombolyse im 4,5 Stunden, sondern es ist absolut auch für ältere Patienten indiziert, sollte unabhängig vom Alter erfolgen mit einer hohen Empfehlungsstärke. Gut, unser Herr K. wurde jetzt tatsächlich IV-lysiert und das hat alles ziemlich gut geklappt und man sieht hier jetzt das Outcome. Am Tag später wird nochmal ein Kernstudium gemacht und da sieht man, dass hier tatsächlich nur dieser kleine Punkt, vielleicht sogar ein bisschen weniger als hier ursprünglich diffusionsgestört war, tatsächlich ischämisch geworden ist und auch das Gefäß sich wunderbar wiedereröffnet hat. Haben wir vielleicht alles richtig gemacht. Es ist leider so, dass man manchen Patienten nicht ganz so gut weiterhelfen kann. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn sehr große Gefäße verschlossen sind. Also hier war wahrscheinlich ein eher distaleraler Ast der Media verschlossen. Wenn jetzt zum Beispiel hier der proximale Ast verschlossen ist oder sogar vielleicht hier die ACI, dann ist es so, dass das nicht mehr ganz so gut funktioniert. Und aber auch da haben wir mittlerweile Konzepte, die gut funktionieren, nämlich die Thrombektomie. Hier ein CT-Bild, wo man ein sogenanntes Dense Media Sign sieht, also auch im Nativ-CT kann man manchmal schon so einen Thrombus erahnen, der dann im Gefäß drinsteckt. Und gerade bei solchen großen proximalen Gefäßverschlüssen erfolgt dann in der Regel leitliniengerecht und auch, glaube ich, wirklich in den allermeisten Neurologien, wenn nicht dort vor Ort, dann vielleicht im Rahmen eines Zentrumskonzepts an einem anderen Ort, mit denen die kooperieren, in Zusammenarbeit mit der Neuroradiologie, die Indikationsstellung, ob so eine Thrombektomie sinnvoll ist. Und auch hier hat man primär eigentlich sogar ein etwas erweitertes Zeitfenster von 6 Stunden Zeit und gegebenenfalls sogar auch danach. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Ich habe mal so ein Schemabild einfach mitgebracht. Das Ganze ist letztendlich eine Art Katheteruntersuchung, wo man über die Leiste, aber vielleicht auch über einen anderen Zugangsweg, ähnlich wie beim Herzkatheter, eben über das arterielle System den Katheter vorschiebt, aber eben nicht nur bis zum Herz, sondern bis hoch in die Hirngefäße. Und auch durch diesen Karotissiphon hat dann Kontrastmitteldarstellung und versucht dann mit einem sogenannten Stent Retriever, das ist eine Art kleiner Katheter, den schiebt man über den Thrombus hinweg und kann man sich vorstellen, wie so ein kleines Schirmchen, spannt den auf und zieht den Thrombus einfach raus. Und das sieht dann tatsächlich so aus, hat man so einen, ja, letztendlich einen Thrombus kann man tatsächlich dann am Ende wirklich in die Hand nehmen und dann kann man auch gleich nachvollziehen, ob die Gehirnperfusion wieder besser funktioniert. Wie ist die Evidenz für die Thrombektomie? Auch hier muss man wieder so ein bisschen diese Modified Ranking Scale kennen, um das richtig einschätzen zu können. Es ist so, dass man dass hier zum Beispiel ein Endpunkt war, das Erreichen von 0 bis 2, also eine leichte Behinderung, die aber wahrscheinlich noch ein Leben zu Hause ermöglicht, hat man hier in einer, das ist letztendlich eine Meta-Analyse gewesen, von mehreren Zulassungsstudien, haben sich angeschaut, die in der Kontrollpopulation waren, diese niedrigen Ranking-Scalen machten ungefähr 26% aus. Hier, das ist diese Ecke. Ja? Die anderen waren halt alle schlechter. Und mit der Thrombektomie konnte man das auf 46%, die in diese ersten drei Kästen kommen, erhöhen und brauchte dazu eine Number Needed to Treat von 8. Also auch eine eigentlich sehr gute Intervention. Und ich habe noch eine andere Zahl mitgebracht, nämlich um einen Punkt Reduktion auf dieser Modified Ranking Scale zu erreichen. Es ist nicht nur, dass dann halt mehr hier sind, sondern es gibt natürlich auch weniger, die schwer, ganz schwer betroffen, sondern die verstorben sind. Letztendlich wird das dann alles ein bisschen weiter nach vorne geschoben, sozusagen in der Ranking Scale. Braucht man ungefähr 2,6 Leute, die man damit behandelt. Also auch ein gutes Verfahren. Auch in der Leitlinie ist es entsprechend so hinterlegt. Es ist so, dass es sogar da auch unter bestimmten Konstellationen möglich ist, dass man auch jenseits von diesem 6-Stunden-Zeitfenster mechanische Thrombektomien macht. Auch da ist es sozusagen so, dass das so ein bisschen volatiler geworden ist, auch wieder von Bildgebungsparametern, gerade diese Mismatch-Parameter zwischen Penumbra und den Farbkern abhängig ist. Es ist auch so, dass man durchaus die Kombination mit der Lysetherapie macht, dass das durchaus der Standard ist, sogar, dass man erst lysiert und dann sozusagen derjenige in die Thrombektomie geht.
Und auch hier ist es so, dass es eine klare Aussage gibt, auch für die über 80-Jährigen, die sollten keinerlei Einschränkungen in der Behandlung haben, die sollten ebenfalls lysiert werden und auch mechanisch thrombektomiert werden, mit einer relativ hohen Empfehlungsgrad-Aussage. Gut, ich habe noch ein Thema, wollte ich kurz aufräumen. Wie ist es denn jetzt mit der Einnahme von ORKs? Das ist ja sozusagen auch was, was tatsächlich auch lange eine Kontraindikation war, wenn man die Lyse betrachtet. Und das ist auch was, wo sich zunehmend was verändert oder schon verändert hat. Ich habe mal hier beispielsweise, ist leider noch nichts in die Leitlinie eingegangen, aber ich habe hier beispielsweise mal eine Publikation mitgebracht aus dem Jahr 2022, wo man retrospektiv multizentrisch untersucht hat, ja, wie war es denn eigentlich, wenn die Leute IV-lysiert wurden und eine Antikoagulation hatten? Da hatte man eine relativ große Kohorte von Kontrollen, 32.035, die eben ganz normal lysiert wurden, ohne Antikoagulation. Und dann hatte man sich einen kleinen Anteil von 832 Patienten, die ein DOAC hatten. Die waren verschieden aufgeschlüsselt. Das war jetzt nicht auf ein spezifisches Präparat bezogen. Die meisten hatten Dabigatran, wahrscheinlich auch, weil das schon am längsten sozusagen ja am Markt war, bekommen. Und die hatten, und da hat man sich angeguckt, wie war denn die symptomatische interkranielle Blutung, weil das ist natürlich immer das, was man fürchtet, dass die vielleicht mehr Blutungen haben könnten. Darum. Und binnen 36 Stunden hat man sich angeguckt. Und da hat man etwas paradoxerweise gesehen, dass die Kontrollen, also die keine Antikoagulation hatten, kein DOAC hatten, sogar etwas mehr Blutungen hatten als jetzt diejenigen mit der DOAC-Therapie. Ich habe in der Studie wird das dann diskutiert, könnte sein, dass die Selektion einfach anders war, dass da ein Selection Bias drin war. Das würde ich Kann ich gut nachvollziehen, würde ich auch vermuten, weil das war zu einer Zeit, wo das, es ist immer noch nicht leitliniengerecht in den meisten, wo es immer ein individueller Heilversuch war. Aber man sieht, dass von der Tendenz, egal wie man es gemacht hat, manche haben das Ganze antagonisiert, Idarucizumab, Praxbind ist der Handelsname, ist ein Antikörper, der Dabigatran antagonisieren kann. Manche haben das gemacht, manche haben den DOAC-Plasmaspiegel gemessen und geguckt, hat der überhaupt einen ausreichenden Wirkspiegel und wenn nicht, haben sie analysiert. Und manche haben es einfach so gemacht, ja, obwohl sie wussten, dass der einen DOAC hatte, haben sie analysiert. Und man muss sagen, die hier in der adjustierten Odds-Ratio war es so, dass die Leute hier wenn man diese ganzen Gruppen zusammennahm, sogar ein niedriges Risiko, wie gesagt, hatte als die Kontrollgruppe. Bei den einzelnen Gruppen zeigte es das nicht. Man muss sagen, die Evidenz ist jetzt nicht super gut. Es ist sozusagen sehr heterogen und bleiben ein paar Fragen offen. In der Gesamtschau muss man aber sagen, kann man, denke ich, daraus mitnehmen, es ist nicht unbedingt eine eindeutige Kontraindikation, zumindest in einem praktischen Alltag. Und ich weiß, dass es zum Beispiel hier in Ulm durchaus so gehandhabt wird, dass Menschen durchaus geprüft werden, selbst wenn sie ein DOAC haben, ob sie für eine Lyse in Betracht kommen. Und tatsächlich dieses mit dem Idarucizumab, dass man den Leuten diesen Antikörper spritzt und direkt danach die Lysetherapie macht, habe ich selber sozusagen noch gemacht, als ich in der Neuro gearbeitet habe. Und das funktioniert zumindest von den kleinen Fallberichten, die ich da jetzt beistellen kann, funktioniert exzellent. Also auch die Gerinnungsparameter normalisieren sich sofort, der Spiegel normalisiert sich sofort. Das ist sicherlich gängige Praxis, dass man das trotzdem prüft. Können wir hier nicht machen, braucht man ein spezielles Zentrum für, aber man sollte es zumindest nicht als absolute Kontraindikation betrachten. Das wollte ich euch mitgeben. Kommen wir zuletzt noch zum Konzept Stroke Unit. Da verlegen wir die Leute ja hin. Stroke Unit ist letztendlich, das brauche ich hier in der Geriatrie eigentlich nicht mehr erzählen, eine interdisziplinäre Teamleistung. Ja? Letztendlich spielen natürlich Ärzte, verschiedene ärztliche Disziplinen, aber natürlich gerade auch Therapie, Sozialarbeit, auch natürlich die Pflege eine wichtige Rolle. Letztendlich geht es da eigentlich immer darum, dass man zum einen natürlich diese spezifische Therapie, die ich euch jetzt gerade vorgestellt habe, versucht zu prüfen und möglichst schnell, Time is Brain, umzusetzen. Zum anderen um die schnelle Sekundärprophylaxe und die schnelle Etiologie zu erfassen. Auf das will ich heute nicht im Detail eingehen, weil wir uns jetzt mit der Akuttherapie ja beschäftigen, aber es geht letztendlich darum, dass man möglichst schnell die Indikation stellt, wenn man zum Beispiel eine hochgradige karotide Stenose findet, ob da jemand gefäßchirurgisch ran muss, dass man vielleicht auch bei Menschen, die sehr schlechten großen Schlaganfall haben, braucht man vielleicht manchmal einen Neurochirurgen, der eine Hemikraniektomie durchführt. Da muss man sagen, äußert sich die Leitlinie auch zu, und zwar sehr kritisch bei Leuten über 60. Da soll man tatsächlich Funktionsparameter, Selbstständigkeitsparameter, eigentlich Frailty prüfen, ob das für jemanden in Betracht kommt oder nicht. Aber das ist auch etwas, was auf der Stroke Unit entschieden wird. Wir haben die kardiologisch geprägte Diagnostik, Langzeit-EKG, TTE etc. Und das ist letztendlich alles aus einer Hand.
Und auch diese Stalkerin wurde natürlich evaluiert, ist schon ein bisschen länger her, aber auch die hat eine gute Evidenz eigentlich, ja, dass das tatsächlich auch wirklich einen Mortalitätsbenefit hat, und zwar auch bei Leuten über 80. Da ist es so, dass zum Beispiel hier die Mortalität in einer größeren Vergleichsstudie auch 4.900, 6.600 Patienten gesenkt werden konnte von 11% auf 11% von 15%, und auch die Modified Ranking Scale konnte leicht beeinflussen. Das ist natürlich nicht ganz so eindrücklich wie bei den Thrombektomien. Aber auch da gilt, auch da ist es bei den gerade Älteren durchaus so, dass das Wirksamkeit hat und auch da eine eigentlich ganz gute Number Needed to Treat jetzt für die Allgemeinheit von 22. Und ich will kurz noch vielleicht sagen, auch woran das liegt. Das liegt ehrlicherweise gar nicht so sehr an uns Ärzten. Es liegt vielleicht daran, dass wir da schnell die Sekundärprophylaxe die richtige machen. Das ist der wichtigste Beitrag, denke ich, den wir haben. Aber wer sicherlich so eher der Star dann vielleicht ist, ist tatsächlich die Therapie. Ja, letztendlich, und gerade will ich als Beispiel die Logopädie hier nochmal hervorheben. Gerade das Aspirationspneumonie war, bevor es so ein Konzept gab, der absolute Killer eigentlich für Schlaganfallpatienten. Ja? Und gerade das frühe Screening nach Aspirationsgefährdung, dass die Leute vielleicht auch gar nichts essen dürfen, bis sie einen Logopäde gesehen hat, und das richtig einzuschätzen, dass sie vielleicht den ersten Tag mit Magensonde ernährt werden müssen, ist was die Mortalität deutlich, was das angeht, reduziert hat und auch das Pneumonierisiko deutlich reduziert hat. Und das sind, wenn man so will, eigentlich da die wahren Helden, wenn man so will, in dem Stalking-Konzept, dass nämlich solche gerade interdisziplinären Dinge dann gut funktioniert haben, die Leute früh mobilisiert wurden, die Leute früh eine Schluckstörung erkannt haben, früh Therapie bekamen. Jetzt will ich euch noch die Antworten auflösen. Wie lautet die Antwort? Hat jemand von euch eine Idee? Was würdet ihr der Krankenschwester antworten? Was machen wir jetzt? Was? Ah, der ist bestimmt noch müde. Lassen wir ihn doch noch eine Runde schlafen. Ich kann mich auch noch hinlegen wieder. Wann warst du genau mit ihm auf Toilette? Ja, das ist auch das, was ich mir erhofft hätte. Hintergrund natürlich, wenn wir jetzt wissen, der war um 4:44 Uhr, fiel das jetzt auf, und der war um 3:30 Uhr, aber noch normal gewesen, als er auf Toilette gegangen ist, dann ist es sozusagen ein noch super Zeitfenster für eine Lysetherapie. Ja, also, und je genauer man das weiß, genau solche Details, auf die kommt es tatsächlich ran, ob so jemand dann auch lysiert wird oder nicht, gerade wenn er vielleicht multimorbide ist und Medikation etc. hat, vielleicht vor kurzem operiert wurde. Das sind alles keine absoluten Kontraindikationen, aber dieses Zeitfenster muss einigermaßen stimmen. Bei der Akuttherapie eines Schlaganfalls, welche Prinzipien stimmen da? Eine IV-Lysetherapie ist genauso wirkungsvoll wie bei Jüngeren. Thrombektomie, IV-Lyse nicht kombinierbar. DOACs, absolute Kontraindikation. Stroke Unit, bei Ältere, nee, nicht unbedingt notwendig. Habt ihr eine Tendenz? Gut. Und jetzt noch die letzte Frage. Was macht ihr, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt? Schon mal die Lyse aufziehen, EKG schreiben, Zugänge legen, Sauerstoff, Blutdruck. B und C. Und die, ja, genau, also die Sauerstoff haben wir ein bisschen zu knapp, das ist letztendlich natürlich ein Detail, aber es geht so ein bisschen um die Idee, wir wollen den Organismus optimieren, dass sich das Gehirn möglichst gut erholen kann. Und da gehört auch dazu, dass man so einen vielleicht etwas zu hohen Blutdruck dann auch toleriert. Ich fasse zusammen, Schlaganfall ist häufig, insbesondere auch bei älteren und unseren Patienten. Die Folge ist oft Behinderung, vielleicht weniger der Tod, der gefürchtet ist. Time is Brain, die IV-Lyse und IA-Thrombektomie sind effektive Behandlungen, insbesondere auch für Ältere. DOACs sind keine absolute Kontraindikation mehr gegen eine Lyse. Und eine Stuhlkrebsbehandlung ist insbesondere wegen des multidisziplinären Ansatzes, was, glaube ich, uns als Geriatern sehr nahe kommt, so gut und wichtig. Und die Vorhofflimmerdetektion am besten so früh wie möglich, vielleicht dann sogar auch schon vor der Stroke Unit. Damit bin ich am Ende und freue mich über Fragen. Vielen Dank, Christoph, für diesen sehr schönen, strukturierten und ja, Vortrag mit vielen spannenden Fragen auch aus dem Alltag. Aber es sind sicherlich noch Fragen offen geblieben. Gibt es denn welche? Hast du schon umgestellt auf die Diskussionsrunde? Dann können wir auch hier nach vorne gehen, vielleicht wieder, und stellen uns hier ein bisschen hinter euch. Aber dann werden wir alle auch gesehen von außen. Ja, und wenn du auf Diskussion gestellt hast, dann nehme ich nämlich das auch weg und wir sprechen einfach alle frei. Wieder? Schon? Oder noch nicht? Nee, einfach auf, wo bist du? Nee, einfach Übersicht und dann. Ah, jetzt hat er das wieder. Ja, das ist wieder das Problem. Hängt wieder. Das Problem haben wir ein paar Mal gehabt. Entschuldigung. Wie kann man es mal ausmachen? Ich bin ja kein Experte beim Apple.
Wie kriege ich jetzt die offenen Dinger weg? Wer weiß das? Doppelklick auf Menüpunkt. Ja, und jetzt wegnehmen. Welche Richtung nur, ne? Will er nicht? Ja, aber das hat er sich komplett aufgehängt hier, glaube ich. Ja? Das ist, so, wir starten neu. Wir sind gleich wieder on board. So, und jetzt sind wir, glaube ich, auch wieder. Das ist gut, oben zu hören. Und Patrick, du kannst dann einfach deine Frage stellen. Bitte schön. Ja, ich hätte sogar mehrere Fragen, die ich darf. Einmal, es ist ja, also in der ESC-Leitlinie wird für geriatrische Patienten Edoxaban oder Apixaban empfohlen. Und es ist ja durchaus ein Argument zu sagen, man nimmt aber Gabigatran, weil man es antagonisieren kann. Würdest du das so sehen, dass man das jetzt eigentlich so nicht mehr sagen muss? Also man kann jetzt sozusagen leichten Herzens Apixaban und Edoxaban nehmen, ohne sich über die Antagonisierungsproblematik Gedanken zu machen? Oder ist das noch so exotisch, dass es im Grunde erstmal bleibt, wie es ist? Also man kann mittlerweile nicht nur das Dabigatran antagonisieren, sondern auch die anderen. Ja, ich weiß, aber es ist, glaube ich, doch immer noch Das weniger. funktioniert nicht ganz so gut, da braucht man so einen Perfusor. Ich bin deswegen da auch nicht so genau drauf eingegangen. Aber es ist prinzipiell möglich. Letztendlich muss man, glaube ich, spricht, was jetzt die Schlaganfallbehandlung angeht, einiges für das Pradaxan. Man muss sagen, es gibt ja keine Vergleichsstudien, aber natürlich war es ja so, dass eigentlich immer also eine Nichtunterlegenheit gegenüber Marcumar nachgewiesen werden sollte. Und in der höheren Dosierung von Pradaxa war sogar eine Überlegenheit in der Zulassungsstudie nachgewiesen worden, bei dem einzigen der DOACs. Und man hat eben dieses tolle, wirklich toll funktionierende Rituximab, was das tatsächlich wie so ein Schalter an- und ausschaltet, die Blutgerinnung. Und nicht nur unter Schlaganfall, aber auch unter anderen Blutungsgesichtspunkten natürlich wichtig. Ich denke, das Pradaxa ist, wenn man es jetzt unter geriatrischer Brille betrachtet, aber tatsächlich die Substanz, die wir am wenigsten gerne einsetzen bei den meisten unserer akutgeriatrischen Patienten, weil da eben letztendlich die Nierenfunktion die wichtigste Rolle spielt. Also tatsächlich, viele von diesen Substanzen sind ja durchaus gnädig. Beim Apixaban wissen wir, nutzen die Nephrologen zum Beispiel auch durchaus bei terminaler Niereninsuffizienz und geben das sogar bei dialysepflichtigen Patienten. Wenn bei dem Pradaxa die GFR zu stark absinkt, unter 30 eigentlich, würde ich sagen, gibt es relativ schnell einen Spiegelanstieg, sodass man das da eigentlich nicht mehr geben sollte. Wenn jetzt jemand tatsächlich sehr fit ist im Alter, dann denke ich, kann das aber eine absolute Option sein, dass man jemanden Pradaxa oder Dabigatran gibt. Auch unter diesen Gesichtspunkten. Ja, wobei wir in der Regel dann ja die niedrigere Dosierung wahrscheinlich trotzdem geben würden von 110. Womit wir zumindest aus den Studien diesen Vorteil nicht mehr eindeutig hätten. Ja, das finde ich Überlegenheit manchmal nicht. ein bisschen schwierig zu entscheiden. Aber die ESC-Leitlinie sagt was anderes. Gut, das ist eine kardiologische Leitlinie. Ja. Okay, dann zweite Frage ist: Wir sehen öfters mal Patienten, gerade die vom RKU kommen, wo dann im Brief drin steht, dass, ich weiß nicht mehr genau, wie Sie das formulieren, irgendwie unvollständige Antikoagulation oder so ähnlich. Jedenfalls haben Sie einen Spiegel gemacht und der war niedrig. Und von früher erinnere ich mich, dass es hieß, es macht überhaupt keinen Sinn, einen Spiegel zu machen, weil unklar ist, was das eigentlich bedeutet. Weißt du, wie da der aktuelle Stand ist? Weil das klingt immer so ein bisschen vorwurfsvoll, ja. Nicht ausreichende Antikoagulation mit Apixaban. Nee, also nee, wüsste ich tatsächlich. Also mein Stand ist auch noch, ich bin jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr in der Neuro gewesen. Ich habe leider jetzt auch nicht vorher nochmal bei meinen alten Kollegen nachgefragt. Aber es ist so, dass es prinzipiell durchaus natürlich mal vorkommt, dass Menschen ihre Medikation nicht einnehmen, nicht richtig einnehmen. Also das ist sozusagen, haben wir schon immer mal wieder auch gesehen früher, dass das jemand vergessen hat oder ja. Es gibt natürlich auch immer wieder andere Verstopfwechsler, die das sozusagen anders umsetzen. Das ist aber meistens noch nicht so, dass das in irgendwas umgemünzt wurde, dass man regelmäßig einen Spiegel von einem DOAC bestimmt deswegen. Und klar, mit dem Spiegeln sind nicht die normalen Gerinnungsparameter gemeint. Die sind in der Regel etwas verändert, aber können eben nicht so dazu herangezogen werden wie bei Marcumar, um die Stärke abzuschätzen, sondern tatsächlich schon dieser so Faktor 10a-Spiegel oder Ja, sowas. tatsächlich. Ja. Oder der Medikamentenspiegel Oder der sogar wird da Medikamentenspiegel. immer mal Genau. genannt. Und klar, wenn der Null ist, okay, dann ist es eine Also, eindeutige Aussage. Aber ich glaube, es geht da bei denen schon auch so ein bisschen um diese Evaluation. Es ist, wie gesagt, bisher noch nicht leitliniengerecht, ja, dass man jemanden auch lysiert, wenn der so eine DOAC-Therapie hat und wenn ein Spiegel hat. Man versucht da tatsächlich alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und misst deswegen diesen Spiegel. Ja, auch relativ akut, in einer Akutsituation machen wir das auch schon. Gegen dass es daran liegt. Und was die Gründe sozusagen genau davon sind, das ist, glaube ich, heterogen. Ja. Vielleicht auch häufigst du sogar, dass dann die Einnahme nicht hundertprozentig richtig war. Zumindest jetzt außerhalb des Krankenhauses. ja, kann sein, aber man macht sich ja Gedanken, wenn so jemand dann kommt, okay, was hätte man denn tun können oder sollte man in der Zukunft tun, damit man derjenige, gut, zuverlässige Einnahme ist natürlich ein wichtiger Punkt, das ist schwer zu überprüfen,
Und wie gesagt, wenn der Spiegel 0 ist, dann hat man eine klare Aussage. Aber wenn er irgendwo dazwischen ist, Also was mir würde wäre ich es den zumindest nicht Rechtswohnsitz bekannt. erhöhen oder? Das ist, ja, also teilweise ist das tatsächlich dann die Praxis, dass man sagt, er hatte einen Schlaganfall unter einer niedrigen Dosierung von Pradaxa meinetwegen, wir erhöhen das jetzt auf die höhere Dosierung oder so, haben das teilweise auch schon unter Xarelto oder sowas. Meines Wissens nach haben jetzt diese individuellen Auffälligkeiten nicht dazu geführt, dass es irgendeine grundsätzliche Infragestellung der Zulassungskriterien auch gerade in den Dosierungen von den Ja, von der Medikamenten gab. Dosiskriterien eben, Ja, ja, genau. Ja, genau. ja. Und insofern ist es, glaube ich, ja, sehr individuelle Medizin am Ende des Tages. Ja. Wir haben da vor kurzem auch in einem, wurde wieder auf Dauer diskutiert, mit Kardiologen allerdings vor allem. Und ich hatte auch nochmal diese Studien gebracht, es gibt auch so eine Frailty-Studie, wo Marcomar oder in dem Fall Warfarin, nee, das war in Holland, und es müsste eigentlich auch Marcomar Phenobarbital gewesen sein, nicht unterlegen war zu den DOACs. Warum ist das der Fall? Wir denken schon auch, dass die Möglichkeit bei Marcomar oder bei Warfarin den Spiegel zu kontrollieren ein Thema ist, dass die Compliance, diese Adherence der Patienten eine wichtige Rolle spielt. Und die gefährdetsten Patienten, wobei es diese schöne differenzierte Arbeit so meiner Ansicht nach nicht gibt, die Patienten sind, die zunehmend gebrechlich werden und ein bisschen vergesslich, aber noch alleine oder mit Unterstützung zu Hause leben und einfach häufig auch über Medikamenteneinnahmen vergessen. Da muss uns einfach klar sein, wenn die Leute noch eine einigermaßen vernünftige Nierenfunktion haben, dann ist halt ein DOAC sehr, sehr schnell und zumindest Phenobarbital relativ lange noch in der entsprechenden Dosis. Und man kontrolliert diese Dosis ja auch noch. Es ist auch so, dass wenn diese Time to the Therapeutic Range, also diese Zeit in dem Marcomar, in dem Spiegel ist, den wir gerne wollen, also INR2 bis 3, und das gut eingestellt ist, dann ist das Marcomar sowohl in der Nebenwirkung als auch in der Wirkung nicht dem DOACs unterlegen. Das zeigen die schwedischen Registerstudien sehr eindeutig. Im Gegenteil, wir haben mit den DOACs auch noch nicht so alle so richtig gefunden, wann reduzieren wir es, ne? Diesen Kriterien, die sind ja 1,0. Ne? Ich gebe bei Patienten, die dann entsprechend die Kriterien erfüllen, dass ich 2 mal 2,5, die Hälfte Apixaban, wie 2 mal 5. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Warum gebe ich nicht 2,5 und 5 bei denen, die da irgendwo dazwischen liegen? Und da ist natürlich Marcomar, manche sage ich so, Herr Gidi, der immer wieder mal solche schönen Sachen in den Benefits von der Allgemeinmedizin schreibt, der sagt, man würde ja auch nicht gerne in ein Auto ohne Tacho steigen. Also in der ich hab jetzt bewusst, weil es dann, glaube ich, den Rahmen gesprengt hätte, jetzt nicht so viel über die Sekundärprüfung oder eigentlich Ja. gar nicht, ja, aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich. Könnte man eigentlich machen. Ich habe es schon aufgeschrieben als Thema. Ja, kann man gerne auch Ethos und anders. sowas kann man ja auch mit Kann reinnehmen, man, ne? ja, es gibt da Ja. super viele Sachen. Ja. Man muss sagen, so aus meiner persönlichen Perspektive, ich habe ja quasi so den Aufstieg der DOAC sozusagen mitbekommen in der Neuro. Und das hat schon was gebracht. Also wir hatten schon immer ein paar Leute, bei denen, die waren seit Jahren antikoagulant, hatten irgendwie 3, 4, 5 Schlaganfälle, und seitdem die dann das DOAC hatten, kam nichts mehr. Ja. Also so, das ist jetzt die persönliche Betrachtung. In der Leitlinie ist es auch relativ klar, First Line die DOACs. Und es gibt dann sozusagen den Zusatz der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, dass, wenn das gut funktioniert und stabil ist, dass man dann auch Marcomar wählt. Also so steht es drin. Ja. Es ist, glaube ich, es gibt da ja auch verschiedene. Es gibt ja Leute, die können das super mit so einem eigenen Coagu-Check-Gerät monitoren. Ja, können selber ihren INR oder Quick messen und das ganz toll anpassen. Das sind viele sehr gut geschult, und dann funktioniert das natürlich auch toll. Das größte Problem, was eigentlich ja immer im Raum steht, dieses Spiegelproblem. Ja, dass der Spiegel einfach so unterschiedlich ist, dass man es einfach nicht hundertprozentig genau hat, und eigentlich ein Drittel der Leute in der Regel ja nicht im Spiegel sind. Das ist zumindest das, was ich immer noch im Kopf habe. Ja. Schweden sind besser als wir. Vielleicht sind die Schweden auch besser als wir, aber das ist halt das große Problem. Und klar, aber ich meine, Ja, ich meine, in Holland gibt es halt diese Antikoagulationsambulanzen, wo die Leute und viel dadurch ist es auch invasiver besser. kontrolliert werden Ja. als hier über einen Hausarzt. Und ich glaube, wir haben hier echt das Problem. Es gibt diese Coagu-Checks, aber das zahlen die Krankenkassen für die Leute mit mechanischem Klappenersatz und nicht für die Das mit weiß ich nicht. oralen Antikoagulationen. Ja, vielleicht. Und ich habe noch eine dritte Frage. Aber warte mal kurz, vielleicht fragen wir einmal, wir haben noch 2 Minuten in die Runde, weil ich sehe auch die ganzen Ehinger da sitzen. Es freut uns zumindest sehr, dass wir euch sehen. Gibt es denn Fragen aus Ehingen oder von der Praxis Herbst, Herrn Zerrer? Nein, im Augenblick nicht. Sonst einfach reinrufen.
Katrin, du hast dich doch getraut. Hat sich keiner getraut. Sonja Simic vielleicht noch danach dann, oder? Ja, was so? Das geht auch relativ schnell. Es gibt ja eine neue, noch nicht veröffentlichte Leitlinie zum Thema Harnwegsinfektionen, die jetzt erstmalig mit geriatrischer Beteiligung ist. Und das merkt man der Leitlinie deutlich an gegenüber den Vorversionen. Wie ist es mit den Schlaganfall-Leitlinien? Gibt es da eine geriatrische Beteiligung? Ich glaube ja. Ja. Ja, ich bin auch relativ sehr. Also ich habe extra ja auch ein paar Passagen irgendwie rauskopiert. Es wird teilweise schon relativ spezifisch auf ältere Patienten eingegangen, was ich sehr schön fand, als ich das jetzt nochmal gelesen habe. Aber ich meine, dass die deutsche Ja, Leitlinie ich da glaube, ich weiß relativ nicht mal, einfach ob ist. gesagt, aber es ist auf jeden Fall, geriatrische Neurologen sind mit drin. Ja. Und was man natürlich auch noch dazu sagen darf, ne, die Stroke Units sind ja in der Geriatrie quasi erfunden worden. Ne? Die schottischen Geriater haben damals die Stroke Units zum ersten Mal publiziert. Vorderlüse. Das musste ich jetzt auch noch sagen, vor der Lösung. Genau. Aber ja, guter Punkt noch. Ich glaube, da würde sich sicherlich auch noch mal ein bisschen was ändern. Aber das ist natürlich super spannend, auch wenn ich auch die Modified Ranking Scale, ne, ist ja so nah an der Clinical Frailty Scale am Ende. Eigentlich wäre es schön, wenn man sich so für solche diese ganzen Dinge, diese ganzen Themen noch mal mehr abstimmen könnte. Aber ich glaube, das werden wir beide auch nicht mehr erleben. Was sind wir jetzt noch eine letzte Frage? Gibt es überhaupt Daten oder hast du Erfahrung vielleicht mit Fällen, wo die eher Psychosymptome eher neurologisch interpretiert werden und dann was dazu führt, dass der Mensch lysiert wird? Ich bin schon eher herausfordernd manchmal. Vielleicht wiederholst du es, wenn ich was verstanden wurde. Schwindel, dann nennt sofort dann Starrinfarkt und so weiter. Ja, okay. Also genau, also ich würde jetzt, Schwindel, finde ich, ist Wiederholen Sie mal jetzt kurz die Frage ein, genau, vielleicht. also die Ja. Frage war, ob eher psychische Symptome vielleicht dann fehlinterpretiert werden, die akut aufgetreten sind und vielleicht zu einer Lysetherapie führen, Das oder? habe ich tatsächlich erlebt in einem Kursierdienst, wo der Mensch eher fälschlicherweise lysiert wurde, wobei es ziemlich klar war, das war eine klare Panikattacke, was auch vom Kollegen danach eher bestätigt wurde. Okay, ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt hier, habe jetzt hier lange im RKU gearbeitet, wo man schon seit Ewigkeiten primäre Kernspintdiagnostik macht. Und das ist das Schöne daran ist, dass du beim Kernspinnen in der Regel weißt. Ja, also das ist eben das, man fährt mit der CT-Diagnostik, fährt man ja letztendlich, schließt man die Blutung aus und dann muss man sich darauf verlassen, auf seine klinische Einschätzung. Es war ja früher, das hat sich auch ein bisschen geändert, dass man auch einen bestimmten NIHSS-Score eigentlich bräuchte, über 4, dass man sozusagen jemanden lysiert. Das ist auch ein bisschen relativ aktiviert worden, weil der da nicht so sauber ist. Also jemand, der eine schwere Aphasie hat, 2 Punkte, aber nur das. Wollen wir den jetzt nicht lysieren, deswegen? Doch, würde ich sagen schon. Ja, aber ich denke, letztendlich kommt es auf die gute neurologische Untersuchung an, um das richtig zu indizieren. Und das ist sozusagen auch ein Grund, warum ich glaube, dass Schlaganfallbehandlung in die Neurologie gehört, tatsächlich. Ja, nicht Ja. in die Innere. Weil das tatsächlich was ist, was gerade was diese Mimics angeht, die ich vorgestellt hatte, und auch die klare Indikationsstellung für sowas ist, glaube ich, wichtig, weil man muss sagen, das ist natürlich eine Luxussituation da im RKU. Es hat nicht jeder einen Kernspin 24/7 zur Verfügung. Man kann das trotzdem aber gut machen. Aber in den neurologischen Kreisen ist die Tendenz im Zweifelsfall auch lieber zu lysieren. Ja, glaube ich, relativ groß und das durchaus auch nachvollziehbar aus meiner Sicht und auch vielleicht zu Recht. Also es passiert tatsächlich in der Regel nicht so viel. Es gibt natürlich Komplikationen und Blutungen und so, aber das Risiko ist häufig geringer, als man so im ersten Moment denken würde. Ergänzen wir das in Neurologie oder Geriatrie gehört. Es gibt auch Geriatrien, zum Beispiel Mainz, die in der Tat eine Stroke Unit waren, aber das sind natürlich noch Ausnahmen. Jetzt sind wir wirklich knapp, weil ich weiß, Frau Prepka, ich habe noch einen relativ wichtigen In Termin um 8 13 Minuten. Uhr, in 8 Minuten, auch online. Wenn es eine ganz schnelle Frage ist, eine ganz kurze Antwort. Gibt es eine Leitlinie, wird da eine Bildgebung bevorzugt? MRT oder CT? Wenn es zur Verfügung steht, das MRT. Okay, aber steht es klar drinnen oder? Das weiß ich ehrlicherweise nicht ganz genau, aber man hat immer mehr Informationen und dann kann Ja. die Therapien schon besser würden. Also es ist schon. Und bei diesem Und Mismatch und so Sachen halt. wie gesagt, dieses Mismatch-Konzept kannst du auch mit dem CT machen, über eine CT-Angiografie, das geht auch. Also das ist nicht das Entscheidende, aber Okay. du weißt am Ende, ob jemand einen Schlaganfall hat oder nicht, bevor du die Lyse-Entscheidung machen musst. Das ist tatsächlich das, die Situation, die der Miro Simic beschrieben hat, die haben wir tatsächlich gar nicht so häufig gehabt. Ja. Super. Vielen herzlichen Dank. Toller Vortrag, tolle Diskussion. Danke nochmal an alle und schönes Wochenende.